Guten Abend, kann man mich hören? Kann man mich sehen? Ja, man kann dich sehen und hören. Alles gut. Ja, okay, ich sehe jetzt noch Anna. Hallo, hallo. Hi. Ja, wir warten jetzt noch, ich sag mal so eine halbe Minute, eine Minute, bis ich die anderen so ein bisschen anschließen. Victor, denkst du dran, die Aufnahme zu starten? Ja, ich habe die Guten Aufnahme schon Abend. gestartet. Guten Abend. Guten Abend. Ah, Hallo, guten Abend. jetzt gehen Hallöchen. auch die Kameras an, wie Hallo. schön. Ja, wir haben jetzt 31. Ich glaube, wir fangen dann einfach mal an. Wer zu spät, also wer da ist, für den ist es richtig. Und wer zu spät ist, der, ja, der muss gucken, wo er die Informationen herbekommt. Ja, unser heutiges Thema ist Gelenkerkrankungen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Problem, diese Gelenkerkrankungen, meiner Meinung nach die Epidemie des 21. Jahrhunderts ist, gleich gefolgt oder gleich hinter Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch Krebs. Aber natürlich, dankenswerterweise, sterben wir nicht sofort von unseren Gelenkerkrankungen. Dennoch bereiten sie vielen Menschen unterschiedliche Schmerzempfindungen, aber auch nehmen sie die Lebensqualität. Und ich muss natürlich auch ganz am Anfang auch gleich sagen, die Menschen, die sollten anfangen oder die müssen lernen, Verantwortung für sich selbst, aber auch für die, also Verantwortung für die eigene Gesundheit, aber auch für die Gesundheit ihrer Familie selbst zu übernehmen. Leider ist es halt so, dass viele leider die Verantwortung an Dritte übergeben. Sie ernähren sich oftmals nicht richtig, sie trinken zu wenig Wasser, konsumieren zu viel Alkohol, zu viel Kaffee, natürlich auch kohlensäurehaltige Getränke. Und das ist für unsere Gelenke natürlich absolutes Gift. Auf der anderen Seite gehen sie dann nachher zum Arzt und bitten diesen halt um Hilfe. Aber auch hier muss man natürlich auch verstehen, dass der Arzt immer nur in seinem Fachbereich helfen kann. Das heißt also, wenn wir zum Arzt gehen und wir Kopfschmerzen haben, dann kriegen wir meistens eine Kopfschmerztablette oder halt bei Gelenkschmerzen, dann kriegen wir halt irgendwelche Schmerzmittel. Und ja, wenn die Schmerzen dann halt nicht nachlassen, ne, werden dann irgendwann uns irgendwelche Injektionen verabreicht. Und wenn die Schmerzen dann immer noch nicht nachlassen, dann wird uns irgendwann nur noch ein Gelenkersatz angeboten. Dabei kann man das Ganze natürlich auch umgehen und dann sollte man ja auch verstehen, warum bekommen wir eigentlich Gelenkschmerzen? Dafür gibt es halt für mich, meiner Meinung nach, nur Ursachen und das ist, auf der einen Seite ist es, wir nutzen Autos, öffentliche Verkehrsmittel, wir verbrennen viel zu wenig Kalorien und das ist halt auch der Grund, warum ja viele halt hier schon mit Übergewicht kämpfen und natürlich auch dann auch dementsprechend auch Gelenkschmerzen bekommen. Auf der anderen Seite ist das natürlich einfach falsch. Ich würde sagen, sogar die meisten Menschen Lebensmittel mit Nahrungsmitteln. Also meiner Meinung nach ist hier ein riesengroßer oder beziehungsweise hier ist ein himmelweiter Unterschied. Nahrungsmittel, das ist meistens immer das, wenn wir zum Einkaufen gehen, das ist unsere Obst- und Gemüseabteilung und vielleicht ein bisschen verpackte Produkte, die seit Wochen. Ganz kurz, friert Viktor bei euch auch ein? Oder nur bei mir? Ja, bei mir Ja, auch. bei uns auch. Viktor, Viktor du ist kommst immer zwischendurch zwischendurch. Mach bei mal uns, Lela bei mir aus. auch.
Also ich sehe euch hundertprozentig. Ich sehe mich gar nicht, ob ich einfriere. Ja, aber du verschwindest zwischendurch. Mach mal WLAN aus vielleicht, weil die Verbindung schlecht ist gerade. Ja, Moment. So, ich hoffe, gleich wird es etwas besser. Ja, und auf jeden Fall Lebensmittel, das sind natürlich die ganzen abgepackten Produkte, die seit Wochen und Monaten in den Regalen stehen und man kann sagen, fast nie schlecht werden. Die haben natürlich, die enthalten natürlich auch sehr, sehr wenig Nährstoffe, die unser Körper braucht, um halt gesund zu bleiben. Und als letzten Punkt ist natürlich auch, was man erwähnen muss, das ist einfach nur Wasser. Wir bestehen bekanntermaßen zu 70% aus Wasser. Dementsprechend kann man auch sagen, dass unsere Gesundheit zu 70% von dem abhängt, was wir trinken und wie viel wir trinken. Unsere Gelenke, die haben eine Gelenkflüssigkeit. Und wenn wir zu wenig Wasser trinken, dann trocknen irgendwann unsere Knorpel und unsere Gewebezellen, die trocknen einfach aus, die werden porös. Dadurch fangen sie dann an, sich zu verschleifen. Man muss natürlich auch sagen, dass unsere Gelenke, die sind nicht mit unserem Blutkreislauf verbunden. Das heißt, die Nährstoffaufnahme, die geschieht nicht über die Blutbahn, wie es bei allen anderen Organen ist, sondern durch reine Bewegung. Das heißt, der Knorpel, der funktioniert wie so ein Schwamm, der saugt sich im Prinzip seine Nährstoffe oder zieht sich die Nährstoffe an sich ran. Und je nachdem, was wir halt für ein Körpermilieu haben in unserem Körper, das ist natürlich dann auch, macht es schwieriger halt für unsere Gelenke dann im Prinzip richtig Nährstoffe aufzunehmen. Und da müssen wir natürlich auch gucken, dass wir da eine vernünftige und saubere Umgebung haben und eine vernünftige Basis haben. Deswegen sage ich auch immer, wenn man langfristig und effektiv seine Gelenkprobleme lösen möchte, müssen wir im Prinzip dem Körper unseren, den Säure-Basen-Haushalt im Körper ausgleichen. Wenn wir zu wenig Wasser aufnehmen, können halt Toxine aus unserem Körper nicht ausgeschieden werden und die verlagert unser Organismus in unsere Füße und Hände und das ist meistens dann die erste Arthrose, die dann beginnt, sich auszubreiten. Des Weiteren ist natürlich auch, dass unser Körper mit zunehmendem Alter immer weniger Hyaluronsäure sowie auch Kollagenbildung hat. Und das sind natürlich auch die Hauptmaterialien. Das Kollagen ist für das Knorpelgewebe zuständig und die Hyaluronsäure, die ist dafür verantwortlich, dass unsere oder Hauptbestandteil unserer Gelenkflüssigkeit, die es im Prinzip ermöglicht, überhaupt Wasser in unserem Körper zu binden. Und mit zunehmendem Alter sinkt natürlich die Eigenproduktion und die müssen wir ab dem 40. Lebensjahr ist das, meine ich, so, dass es ab bis 50% runtergeht und ab dahin müssen wir zusehen, dass wir das Ganze auf dem natürlichen Weg auffüllen. Und ich würde jetzt natürlich auch sagen, wie ich persönlich bin halt zu dieser Erkenntnis gekommen, weil meine Frau, die hat, Natalia, die ist hier auch mit bei, die hat so das ein oder andere Produkt prophylaktisch genommen und ich hatte mich schon immer gefragt, Mensch, was trinkst du denn da? Und sie sagte mir dann auch, Kollagen, das ist ja eigentlich so ein Beauty-Produkt und wir kennen das ja auch, Kollagen, das nehmen die Frauen meistens als Beauty-Produkt und Hyaluronsäure, der ein oder andere, der spritzt sich das irgendwo, ich sag jetzt mal, um etwas schöner auszusehen, ins Gesicht. Dabei ist gerade diese beiden, Proteine oder Nährstoffe, die sind ja viel, viel wichtiger in unserem Körper drin. Und ich weiß nicht, vielleicht kann Natalia uns mal erzählen, wie das Ganze irgendwie zustande kam. Warum macht man das denn eigentlich? Ja? Kann man mich hören, ja. Ne? Mhm. Ja, also wie Victor schon gesagt hat, ich habe das tatsächlich
als Beauty-Zwecke genommen, weil Kollagen ist ja der neue Trend. Jeder nimmt Kollagen und wenn man sich das Kollagen von Coil Club anguckt, schon allein die Verpackung hat mich gefesselt. Ich habe mich verliebt. Da wusste ich noch nicht, was da drin ist. Und habe tatsächlich erst später erfahren, dass Kollagen für die Gelenke und für die Faszien besonders wichtig ist. Also das war mir anfangs tatsächlich gar nicht bewusst. Ich dachte, okay, Kollagen ist gegen Falten, mehr ist da nicht. Und ich muss zugeben, ich habe bis heute noch nicht verstanden, wie das Ganze funktioniert, technisch. Ich sehe nur, dass es funktioniert, weil die Fältchen verschwinden und was im Körperinneren passiert, das sehen wir leider nicht. Man kann es ja nur erahnen oder spüren. Ich kann aber meinen Effekt erzählen, also inneren Effekt, das habe ich selber gar nicht bemerkt, sondern ich war bei Massage, das ist jetzt ungefähr vor 2-3 Monaten gewesen, da hatte ich gerade meine zweite Kur Kollagen hinter mir und meine Masseurin hat gesagt, Mensch Natalia, dein Gewebe, das fühlt sich so toll an, was machst du eigentlich? Und ich so, ich trinke Wasser, habe da gar nicht dabei gedacht, dass es vom Kollagen kommen kann und haben dann im Nachhinein reflektiert und tatsächlich, Kollagen ist ein ganz wichtiger Bestandteil in unserem Körper. Wie das Ganze funktioniert, habe ich ja schon gesagt, weiß ich nicht. Da habe ich Kollegen hier, die kennen sich mit Hyaluronsäure und Kollagen, Inhaltsstoffen und Wirkung viel besser aus. Da kann bestimmt Olga was zu erzählen. Sie hat da nämlich auch ihre Erfahrungen gemacht. Ja, hallo zusammen, ich bin Olga, bin jetzt 47 Jahre mittlerweile und tatsächlich bin ich auch ein Fan von unseren Produkten. Ja, wie funktioniert das? Also Kollagen und Hyaluron, das gehört im Grunde schon zusammen. Also so wie Viktor sagte, Hyaluronsäure ist der Bestandteil der Gelenkflüssigkeit, aber nicht nur, Hyaluron kommt auch in unserer Haut vor. Also das ist im Grunde die Masse, die Hyaluron bildet. Also zwischen den Zellen, im Zwischenzellgewebe befindet sich Hyaluron. Und der Abbau von Hyaluron nimmt mit der Zeit auch ab. Also wenn wir, je älter wir werden, desto weniger von dieser Hyaluronsäure haben wir auch nicht nur in der Gelenkflüssigkeit, sondern auch in unserer Haut. Kollagen ist ja wie ein Netz, also ein Proteinnetz und Hyaluron befindet sich dazwischen. Also ihr müsst euch das so vorstellen, hauptsächlich in unserer oberen Hautschicht, in der Epidermis befindet sich das Ganze. Und je weniger von diesen beiden Bestandteilen vorhanden ist, desto unelastischer wird die Haut, die Masse nimmt ab. Also das merkt man, indem das Ganze so ein bisschen eine Etage tiefer rutscht, sage ich mal. Ne? Und die Gesichtszüge entgleiten uns so mit der Zeit. Und um das Ganze zu unterstützen, es ist halt wichtig, dass man da ja von außen entweder zuführt oder an der eigenen Produktion arbeitet. Und das kann Hyaluron ja tatsächlich auch. Also das kann wirklich auch die Eigenproduktion von Hyaluronsäure mit unterstützen auf Dauer. Das hat einen Langzeiteffekt, also bis zum halben Jahr teilweise tatsächlich. Und das ist so die schöne Nebenwirkung von Hyaluron, sage ich mal. Nicht nur die Gelenke profitieren davon, sondern auch unsere Haut profitiert davon. Und das hängt tatsächlich auch alles zusammen. Es ist wichtig natürlich, dass man auch sich dementsprechend ernährt. Wasser trinkt, so wie Viktor sagte, ne? Weil die besten Nährstoffe kommen nicht da an, wo sie hin sollen, wenn man nicht ausreichend Wasser trinkt. Es gibt natürlich noch mehr Produkte, die unsere, nicht nur die Gelenke unterstützen. Also ich mag zum Beispiel auch unsere Schwefelsäure, also MSM nennt sich das Produkt, das kann ich jetzt hier einmal in die Kamera zeigen. Das ist wiederum so ein, hat man so einen Doppeleffekt davon. Die Gelenke profitieren von MSM und auch unsere Haut. Der organische Schwefel kommt auch in unserem Körper vor. Und natürlich auch mit der Zeit nimmt auch diese Produktion ab. Das meiste kommt tatsächlich auch in den Gelenken, in der Haut, in den Muskeln vor. Und Schwefel, organischer Schwefel übernimmt sehr viele Funktionen im Körper und ist auch ein Bestandteil von zum Beispiel Enzymen, Proteinen,
hat eine antioxidative Wirkung, ist im Hormon Insulin mit enthalten. Das kennen ja auch viele. Insulin benötigen wir, wenn der Blutzuckerspiegel zu hoch ist und muss dann runtergebracht werden, dann wird Insulin ausgeschüttet und in Insulin ist auch Schwefel mit enthalten. Also es ist schon auch für einiges wichtig. Was in MSM auch noch ist, ist Biotin. Das ist auch ein Schönheitsvitamin, sagt man dazu. Das fördert die Produktion von Keratin. Keratin ist ein Hauptbestandteil von Haut, Haaren und Nägeln. Reguliert die Schuppenbildung, also dass die Schuppenbildung auf dem Kopf zum Beispiel dann minimiert wird mit Hilfe von Biotin. Vitamin C ist in MSM enthalten, das ist ein sehr starkes Antioxidant und fördert wiederum die Produktion von Kollagen. Also ihr merkt schon, das hängt schon so ein bisschen alles zusammen. Also es ist wie so ein Netz, der zusammenhängt und da diese Produkte auch so schön miteinander wirken, spricht da ja natürlich einiges für, das eventuell auch zusammen einzunehmen. Ja, das wäre jetzt so meine. Ich bin da ja ein Riesenfan. Ich könnte ja noch stundenlang erzählen, aber so viel Zeit habe ich heute nicht bekommen. Nein, hast du nicht. Das ist quasi in der Zeit, wo wir für die Beauty sorgen, sorgen wir gleichzeitig für unsere Gelenke. Und das ist ja das Effekt. Genau. Und das ist ja das im Grunde, ne, haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also wir tun was genau für unsere Gelenke. Und gleichzeitig für unser Aussehen. Und ja, es ist ja auch nicht nur Aussehen. Auch Hyaluronsäure ist zum Beispiel ein Glaskörper, also in unserem Auge mit vorhanden. Das ist zum Beispiel auch interessant, dass die Hyaluronsäure gerade in diesem Bereich zuerst entdeckt wurde, 1932. Also so lange kennt man das erst. Und im Glaskörper einer Kuh wurde die Hyaluronsäure zum ersten Mal entdeckt und ab dann an wurde dann geforscht und dann später auch mal so eingesetzt als Nahrungsergänzung. Ja, dann sehen ja, und das ist ja, da ja Hyaluron ja auch überall, ich sage jetzt mal, in unserem Körper vertreten ist, ist natürlich auch Hyaluron, es gibt natürlich unzählige, ja, verschiedene Hyaluronsäuren, es gibt Kapseln, es gibt Pulver und. Aber da es ja bei Kapseln und bei Pulver ja nicht 100% gewährleistet ist, dass das auch alles da ankommt, wo es hin soll, haben wir natürlich einmal das Hyaluron, ich weiß nicht, ich sehe es jetzt nicht, aber ihr seht es wahrscheinlich schon, das ist einmal in flüssiger Form mit so einem Messbecher und dann wird einfach nur jeden Tag ein so ein Messbecher wird Hyaluronsäure getrunken und das Gute ist ja, der Körper verteilt im Prinzip da, wo es am nötigsten gebraucht wird, von alleine reguliert er alle Prozesse und schiebt das im Prinzip entweder Hyaluronsäure oder auch das Kollagen dahin, wo es halt gebraucht wird. Ne? Aber wir haben ja natürlich auch noch ganz andere. Kann ich da noch was kurz ergänzen, was zu Hyaluron zum Beispiel auch spannend ist? Also diese schöne Nebenwirkung für die Haut. Natürlich, wer sich vielleicht für interessiert hat, viele machen sich ja auch spezielle Injektionen auch im Gesichtsbereich, um da jetzt so ein bisschen Fülle wieder herzustellen. Und um so eine Injektion erstmal zu platzieren, braucht man vorher eine Botox-Injektion. Botox ist ein Gift, das die Muskeln lähmt, um da jetzt diese Aktivität erstmal lahmzulegen, damit dieses Hyaluron nicht sofort wieder abgebaut wird. Weil durch die Muskelkontraktion wird sich das natürlich schneller abbauen. Und da legt man erstmal so eine Botox drunter, sage ich mal, damit die Muskeln erstmal gelähmt sind und Hyaluron sich entfalten kann. Und wenn man das jetzt so überlegt, dass man so mehrere Spritzen erstmal braucht, um die Muskeln lahmzulegen, dann um diese Fülle da reinzubringen, das muss ja auch erstmal der Körper wieder abbauen. Da denke ich dann wieder, ja, toll, so ein Gift muss erstmal auch über die Leber wieder nach draußen. Also da spart man sich dann wirklich einiges, indem man sich ein hochwertiges Produkt kauft, einnimmt und absolut keine Nebenwirkungen hat. Ne? Genau, ich sehe schon, das könnte ich noch einbringen. Wir müssen hier für Beauty müssen wir einen separaten, ja, separaten Webinar einlegen. Ne? Das eigentlich machen wir dann, genau. Ein bisschen mehr über Gelenke sprechen. Aber ja, ich höre jetzt auf. Ich glaube, wir haben aber auch noch zwei ganz, ganz wichtige Produkte, auf die unser Körper eigentlich gar nicht verzichten kann. Lerner, möchtest du uns da noch was zu sagen?
Ja, sehr gerne. Einen schönen guten Abend zusammen. Dankeschön, Viktor, Natalia und Olga. Ihr habt schon super toll erzählt und erklärt über unsere besten so Beauty oder VIP, sage ich mal, Produkte. Also in diese Produkte sind wir bestimmt alle verliebt und kann man stundenlang erzählen. Ja, und ich präsentiere heute auch ein Produkt, was, wie Viktor gesagt hat, wirklich finde ich, tatsächlich dabei sein soll, wenn man das Thema Gelenke anspricht. Und das ist ja ein Produkt mit Namen Flexicore. Flexicore ist so eine ausgewogene Kombination aus verschiedenen Wirkstoffen, die sich gegenseitig so ergänzen und dabei können die Funktionen von unserem Bewegungsapparat unterstützen. Es kann zum Beispiel helfen, bei Knochen und Gelenke zu stärken oder auch Schmerzen oder Steifheit zu lindern. Die Zerstörung von Knochen und Bindegewebe zu verbeugen und Beweglichkeit und Leichtigkeit beim Gehen zu fördern. In diesem Produkt sind ganz wichtige Bestandteile, zum Beispiel Schwefel, was auch zum Beispiel Olga erzählt hat, hier ist auch Schwefel, Mangan, Glucosamin und Chondroitinsulfat und Vitamin C auch. Und ohne diese Bestandteile kann eigentlich in einem menschlichen Körper keine Erneuerung von Knorpelgewebe und von so diese Gelenkflüssigkeit stattfinden. Ja? Also diese Bestandteile alle sind sehr wichtig, dass diese Erneuerungsprozesse überhaupt stattfinden in unserem Körper. Weil manche Ärzte sagen zum Beispiel, dass ganz normale biologische, natürliche Alterung von unseren Knochen, Knorpel, Gewebe findet statt schon ab 22 Jahre alt. Und dann geht es langsam runter. Also der Viktor hat gesagt, ab 35 wird zum Beispiel so diese Gelenkflüssigkeit auch nicht mehr natürlich und in der nützliche Menge auch in wichtige Menge produziert. Und deswegen bieten wir immer an, solche Produkte, um unseren Körper zu unterstützen. Weil ein menschlicher Körper hat circa über 230 verschiedene Gelenke. Und wir geben denen unsere Aufmerksamkeit leider nur dann, wenn sie irgendwelche Probleme aufweisen, wenn sie schon Beschwerden zeigen. Welche Beschwerden, welche Signale kann uns Körper manchmal schicken? Gell? Das sind zum Beispiel erste Steifheit irgendwo in der Bewegung. Also oft ist das im Nackenbereich oder zum Beispiel in unseren Knien oder Ellbogen oder so weiter. Knarzen auch in Gelenken. Gell? Unangenehme Empfindungen, zum Beispiel in auch Bewegungsapparat oder Gelenken, nach langen Spaziergängen oder bei irgendwelchen körperlichen Aktivitäten. Das sind die ersten Signale, die unser Körper uns aufweist. Und das heißt, oder wir empfehlen auf jeden Fall sofort irgendwelche Maßnahmen zu unternehmen. Also irgendwelche heißt das Flexicore anwenden zum Beispiel oder Bilioron oder alles zusammen. Und mit dem Wasser natürlich anfangen, so wie Viktor gesagt hat. Das kann auf jeden Fall uns helfen, unterstützend zum Beispiel wirken auf die Elastizität von unseren Gelenken und Bändern. Das verbessert die Funktion von unserem Bewegungsapparat. Das kann sich auch, das beteiligt sich bei der Wiederherstellung von dieser Flüssigkeit in unseren Gelenken und stimuliert auch dabei die Produktion von eigenem Chondroitin und Hyaluronsäure und kann auch ein bisschen entzündungshemmend wirken. Genau. Ich habe zum Beispiel auch ein bisschen eigene Erfahrungen, kann ich berichten. Ich mag sehr gerne Skifahren. Seit vielen Jahren fahre die ganze Familie Ski und ich habe seit 8 oder 10 Jahren schon gemerkt, dass ich ab und zu Probleme mit meinen Knien habe. Also ein Knie, mein rechtes Knie, tut mir immer wieder weh oder hat getan, genau, oder ja, und wenn ich dann die Treppen hoch und runter laufe, dann habe ich auch schon langsam gehört, wie meinen Knien so ein bisschen knarzen. Dann war ich ja beim Doktor und der
Also hat gedacht oder hat mir keine Diagnose gestellt, hat gesagt, das ist gar nicht so schlimm. Also eigentlich sollte ich da mir keinen Kopf machen. Habe ich auch so gedacht. Aber jetzt, wo ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, habe ich gedacht, nee, das sind tatsächlich diese ersten Signale, wie ich vorhin gesagt habe, und ich muss da was unternehmen. Dann habe ich mir auch Beleoron und Flexicor für 2 Monate mal bestellt und habe das auch so wie eine Kur durchgenommen. Und dann war das mit meinen Knien schon viel, viel besser. Bei den Treppenlaufen zu Hause habe ich an kein Knarzen mehr gehört und ich war so froh. Und deswegen denke ich, solange jetzt in diesem Monat unser Beleoron im Superangebot ist, muss man zugreifen. Ich tue den Moment nicht verpassen. Und werde natürlich jedem empfehlen. Vielen Dank. Ja, und das nächste Produkt, das ist natürlich auch so ein Produkt, das brauchen wir nicht nur für die Gelenke, das ist, glaube ich, in unserem gesamten Körper ganz, ganz wichtig. Und das hat, ich glaube, das ist an fast allen Funktionen beteiligt. Und da möchte uns, glaube ich, die Anna ein bisschen was zu erzählen. Ja, gerne. Hallo, ihr Lieben. Ja, natürlich Magnesium. Das ist mein Geheimtipp bei allen Wehwehchen, weil, wie da genau richtig gesagt, das ist bei circa 600 unterschiedlichen Prozessen unserer Körper beteiligt. Das ist schon eine ganze Menge. Und ich persönlich habe jetzt mit Magnesium erst angefangen zu beschäftigen, wann bei mir so Migräne, chronische Migräne angefangen haben. Da habe ich gesagt, okay, ich muss etwas tun, ich muss etwas suchen, was tatsächlich hilft. Und da habe ich irgendwie auf Magnesium gestoßen. Seitdem weiß ich so vieles über diese Mittel, dass ich tatsächlich ohne den gar nicht kann. Oder wie gesagt, ich empfehle ihn fleißig immer wieder bei allem, was man so vorstellt. Und bei mir war auch meine Praxis, also als Heilpraktiker beschäftige ich mich in meiner Praxis hauptsächlich mit Schmerztherapie und Stoffwechselerkrankungen, und da ist Magnesium natürlich ja, nicht wegzudenken. Erstens die Muskelverspannungen, das ist das erste Signal, dass uns Energie fehlt, und Magnesium ist auch für die Energie zuständig, weil damit Muskel zumacht, brauchen wir Kalzium, aber damit das wieder aufmacht, sich entspannt quasi, um nächsten Schritt zu machen, brauchen wir Energie, und diese Energie wird nur durch Magnesium aktiviert. Und deswegen heißt ja, dass Magnesium ist für Muskelentspannung zuständig. Aber nicht für die muskulären Probleme, sondern auch in die Kopf. Besser einschlafen, besser entspannen, auch geistig. Das ist Magnesium. Wenn wir das nicht machen, dann nach der Verspannungen kommen Muskelverhärtungen oder sogar vielleicht zuerst Krämpfen oder Kribbeln, also das, was schon mit Nerven zu tun ist. Und dann diese Verhärtungen, die nach und nach zu Muskelschwäche führen, weil wenn Muskel also verkrampft ist, dann funktioniert Durchblutung nicht mehr richtig, funktioniert Versorgung nicht mehr richtig und natürlich Entsorgung von Schlacken oder Giftstoffe funktioniert nicht mehr. So verlieren wir Muskelmasse, und das ist ja bekannt, dass auch Sportler übrigens, die ich dann teste, also kinesiologisch austeste, sie haben sehr große Muskeln, aber wenn ich tatsächliche Muskelkraft messe, da ist nichts. Ich kann mit einem kleinen Finger riesige Muskeln bei denen nach unten bewegen, ohne dass sie etwas dagegen machen können. Das ist echt dramatisch. Und Magnesium spielt da wirklich eine wichtige Rolle. Und bei meiner Migräne, also auf das zurückzukommen, ja, Migräne ist auch so eine Verkrampfung von allen von Gefäßen im Kopf, ja, dass dann Blut nicht richtig zirkuliert, entsteht Stau, energetisch oder auch physisch. Und Magnesium muss man dort prophylaktisch einnehmen. Nicht, wenn es schon soweit ist, nicht, wenn wir schon eine nächste Schub haben, sondern schon vorbeugen. Also ich kann ja gleich sagen, dass 300 Milligramm für jeden unbedenklich. Man nimmt Magnesium immer auf Nacht am besten, also vor dem Schlafengehen. Und die sorgt auch für viele andere gute Pluspunkte, wie zum Beispiel Stoffwechsel. Also gesamter Stoffwechsel von Kohlenhydraten ist mit Magnesium verbunden. Deswegen empfehle ich das auch bei Stoffwechselerkrankung Diabetes. Es wurden sogar Studien gemacht, die bewiesen haben, dass man gefürchtete Erblindung wegen der Diabetes damit verhindern kann oder auf Minimum reduzieren kann.
Und merkt euch, jeder, der 15 Gramm Zucker einnimmt, braucht danach wirklich 15 Milligramm Magnesium gleich. Auch alle Kaffeeliebhaber brauchen Magnesium, besonders wenn das ist so hochwertige Kaffee ist und so eine lösliche. Farbstoffe übrigens in Lebensmitteln, die für Schwermetallbelastung sorgen. Also Menschen, die das gern essen, alles bunt und was weiß ich was, nicht natürlich, sondern künstlich, wie Viktor in Anfang erzählt hat, Lebensmittel, die Monate oder sogar Jahre haltbar sind. Also die Menschen brauchen dann auch Magnesium in höhere Dosen. Bei Stress, bei Schwitzen brauchen die auch extrem Magnesium und bei Einnahme von bestimmten Medikamenten wie Antibiotika, wie Säureblocker, wie Abführmittel. Also es gibt Menschen, die das regelmäßig nehmen und die müssen dann auch an die Magnesium denken parallel. Alkohol und weitere Krankheiten kommen auch noch dazu und bei Frauen besonders prämenstruelles Syndrom, diese Reizbarkeit, diese Krämpfe, da kann Magnesium sehr gut helfen. Und natürlich Osteoporose. Viele wissen, dass man dafür Calcium, Vitamin D braucht, aber ohne Magnesium funktioniert nichts. Weil du kannst so viel Calcium, Vitamin D schlucken, wenn Magnesium fehlt, dann kommt es nicht weiter. Also Vitamin D wird im Blut durch Magnesium transportiert und auch weitergeleitet an die Knochen. Wie man sieht, das ist schon eine sehr, sehr tolle Sache. Und es ist nicht schwer. Wir haben hier von Dosierung, glaube ich, 150 Milligramm pro Kapsel, genau. Und wir brauchen dann praktisch zwei Kapseln auf Nacht zu nehmen, dann sind wir gut versorgt und wir haben eine sehr, sehr gute Form. Magnesium gibt es in viele Formen, aber bei uns ist eine sehr, sehr gute Form, die sehr gut resorbiert wird, sehr, sehr gut aufgenommen im Darm wird. Und so verschwenden wir kein Geld und keine guten Produkte. Ja, und natürlich meine Klienten empfehle ich immer. Ich sehe einfach, wie verspannt sie sind. Ja, vor ein paar Tagen habe ich wieder Seminar gehalten über richtiges Gehen. Da haben wir geschaut, dass 99% tatsächlich, wie die Studien belegen, auch in meinem Kurs, können nicht gehen, weil alle Gelenke arbeiten anders, alle Muskeln arbeiten nicht so, wie sie arbeiten sollen. Gelenke bewegen sich falsch, falsche Stellungen bei jedem Schritt führen zu Abnutzung von Gelenke, zu Entzündungen und danach zum Versteifung. Und Magnesium kann uns auch schützen, zusammen mit Übungen natürlich. Ja, das war jetzt mein kleiner Vortrag zu Magnesium. Wer Fragen hat, kann gerne melden. Ich übergebe dann weiter an Viktor. Alles Gute. Ja, danke Anna, danke. Ja, und jetzt haben wir natürlich auch so das ein oder andere Ergebnis, das wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Und zwar die Lena, die möchte uns natürlich auch ein Ergebnis von ihrem Mann erzählen. Der Mann, der traut sich nicht vor die Kamera, aber Lena übernimmt das mal für ihn. Bitte, Lena. Hallo alle zusammen. Ja, ich heiße Lena und ich habe an meinem Mann schon mal als Versuchskaninchen getestet. Seit 4 Jahren bin ich auch beim Coral Club und total begeistert von den Produkten und erzähle zu Hause ständig davon. Aber die Skepsis ist natürlich gerade bei Männern sehr groß. Da kannst du, Viktor, mit mir das bestimmt auch bestätigen. Auf jeden Fall. Ja, und Anfang des Jahres hatte mein Mann, muss ich dazu sagen, der spielt seit Jahren Volleyball im Verein und zweimal die Woche am Wochenende Spiele, immer unterwegs. Und Anfang des Jahres ist er irgendwie falsch auf sein Knie aufgekommen. Er hat sowieso schon früher auch Fliesen gelegt und schon immer so ein bisschen Probleme gehabt mit den Knien, aber es ging immer noch. Und jetzt, Anfang des Jahres, ist er irgendwie beim Volleyball falsch aufgekommen und dann ging es nicht mehr. Man sah jetzt keine Verletzung, aber es war irgendwas im Knie drinne, war dann auch beim Arzt und so weiter. Und dann habe ich gesagt, du musst jetzt echt anfangen, mal Wasser zu trinken, das Bioverfügbare. Ja. Und das hat er dann gemacht. Anschließend haben wir zwei Packungen Bioron gekauft und dann hat er angefangen mit Bioron und tatsächlich nach einem Monat konnte er wieder Volleyball spielen. Das war vorher, ich glaube, ich will jetzt nicht lügen, aber ich meine, 6 Wochen hat er sich gequält. Er fuhr immer hin und hat geguckt und war ganz unglücklich, dass er nicht mitspielen konnte. Versuchte dann immer wieder zwischendurch mal, aber das ging nicht. Und
Also als er das Biluron dann angefangen hat zu nehmen, ich meine nach einem Monat. Vielleicht waren es auch 5 Wochen, will ich jetzt nicht bestreiten. Ne? Also, aber dann, seitdem spielt er wieder Volleyball und alles ist vergessen. Ja, super. Ja, super. Und ich selber habe jetzt unser Angebot natürlich genutzt und mir Vorräte geschaffen. Ich werde das jetzt in Sachen Rückengelenke testen. Also meine Bandscheiben, die sind so ziemlich abgenutzt, sage ich jetzt mal. Und ich werde euch berichten, wie das dann danach aussieht. Da sind wir natürlich gespannt. Was wir natürlich jetzt noch gar nicht angesprochen haben, und zwar Gelenkschmerzen gibt es ja in unterschiedlichen Art und Weisen. Und Entzündungen spielen da natürlich auch eine Riesenrolle. Und ich glaube, die Jana, die kann uns auch ein super Ergebnis mit einem Produkt, womit sie ihre Entzündungen loswerden konnte, auch mal berichten, oder? Guten Abend, ihr Lieben. Ja, jetzt gemerkt, ich habe wieder mein Mikro an. Na, ich habe mir ziemlich geredet. Ach, ziemlich geredet, immer live. Na, wir wollen immer live bleiben. Tut mir leid, das war keine Absicht wieder. Also, ich habe zum Glück kein Vorher und Nachher, so wie Bild und Ergebnis, Gott sei Dank. Ich habe noch keine Erfahrungen mit Gelenkschmerzen oder sonst was. Aber wie ich schon gesagt habe, sehr oft kommen Gelenkschmerzen auch Arthrose zum Beispiel oder Arthrose durch Verdäuerung, also durch Entzündungen, die im Körper chronisch verlaufen und keiner die wirklich testen kann. Also die Leute kommen nicht mal darauf, dass die Gelenkschmerzen auch dadurch entstehen können. Aber es gibt auch die Menschen, die so leistungsorientiert sind, das bin ich. Und da versucht man immer mehr schaffen und besser als die anderen. Und das ist immer gefährlich, ne? wenn man sich durch die Leistung beweisen möchte. Und als ich meine Yoga-Ausbildung angefangen habe, Yoga war für mich Spagat, Kopfstehen, so indische Gymnastik. Mir war es nicht Leistungssport. Da hat Sajana versucht, bei ersten Einheiten schon die Beste zu sein. Und natürlich habe ich sofort ganz schnell eine Zerrung bekommen in meinen Schultern. Und ich habe bis dahin, also obwohl ich beim Korrektiv schon ganz lange bin, also ich sage immer 13 Jahre, jetzt weiß ich, ich muss aber ausrechnen langsam, ne? Ich sage immer 13 Jahre, vielleicht schon mehr, noch nie Karal Basveria probiert. Noch nie. Ich habe das zwar empfohlen, meinen Menschen, meinen Kunden, aber ich selbst noch nicht. Dann dachte ich, Gott, warum vergesse ich, dass ich solche Sachen, ich sitze auf der Quelle, und dann habe ich ja in dem Moment vergessen, ich habe mir gerade was bestellt, und in einer Woche war nichts mehr vor der Zerrung. Na, hätte ich das zu Hause gehabt, vielleicht wäre es viel schneller gegangen, aber ich habe nicht in dem Moment einfach daran gedacht, dass ich zu Hause eigentlich oder in meinem Online-Shop immer tolle Produkte habe, die mir bei jedem Symptom helfen könnten. Und ich möchte noch dazu sagen, also man sieht, ich war jetzt gerade unter dem Regen im Wald, und ich möchte auch, wozu ich das erzähle. Ihr habt ja hier über viele Produkte jetzt gehört. Ich habe auch, Lena, ich habe auch Vorräte geschafft. 2 Stück sofort bestellt. ja, das wird auf jeden Fall mir als Frau, die auf 50 zugeht, helfen. Wir brauchen sehr guten hormonellen Haushalt. Und das ist übrigens auch, ne, sehr, sehr empfehlenswertes Kollagen und Hyaluron auf jeden Fall. Die Frauen, die in dem Alter sind, können mich auch sehr gut verstehen. Aber warum ich über den Wald spreche, ich möchte sagen, diese Produkte, über die wir heute hier gesprochen haben, die sind wirklich eine goldene Tablette. Aber wenn wir echt auf unseren Körper achten, das heißt, wir gehen rechtzeitig ins Bett, wir gehen laufen bei jedem Wetter und wir achten einigermaßen auf unsere Ernährung. Ernährung heißt nicht Gluten rausnehmen, Milchprodukte und was alles dann jetzt gerade so in ist. Das soll
wirklich eine ausgewogene Ernährung sein. Basen überschüssig, besonders bei Gelenkschmerzen. Und natürlich auch mit sehr guter Vitalstoffdichte. Vitalstoffdicht heißt, alles, was ich in den Mund stecke, muss mir einen Nutzen bringen. Da muss was halten sein. Wenn ich Weißbrot esse, muss ich gestehen, da ist nichts drin. Mein Körper kommt nicht auf den Plus, sondern und nicht mal bei Null bleibt, sondern kommt in Minus. Weil mein Körper muss dieses Lebensmittel verdauen und utilisieren, aus dem Körper rausbringen. Es bringt mir gar nichts. Oder das tote Essen von McDonald's und Burger King und alles andere. Na, das kann man zu Hause besser zubereiten, indem man frische Zutaten nimmt, Spaß mit der Familie zusammen hat und dann einfach ein Essen zubereitet, der auch Vitalstoffe enthält. Und wie Richter gesagt hat, wir essen leider, moderne Menschen kommen leer aus jetzt bei unserer Lebensmittelindustrie. Na? Es geht darum, dass es billiger wird und es geht darum, dass es länger im Laden liegt. Es geht gar nicht um unsere Gesundheit, das muss man auch verstehen. Deswegen alle Produkte, die wir heute vorgestellt haben und noch mehr, die wir haben, das sind um die 200, sind dafür da, dass wir unser Essen bereinigen können. Und wenn wir das alles achten, na, was ich jetzt genannt habe, dann habt ihr Leute eine goldene Tablette in der Hand. Dann gibt es auf jeden Fall auf weißes Grundwasser, guten Schlafen, na, laufen gehen bei jedem Wetter, auch wenn Schweinehund einfach zu groß ist, bei mir das Gleiche, trotzdem rausgehen. Und dann diese Produkte werden ein Wunder bewirken. Eigentlich, über was wir hier sprechen, ist die Verpackung. Anscheinend war es heute angebracht. Und Bakterien, ich sage nur kurz, entzündungshemmend. Bevor ihr mit Bilurot anfängt, würde ich empfehlen, für die Leute, die noch überhaupt keine Detox-Programme gemacht haben, gar nichts, erstmal Hydramax bestellen, Wasser mit Entsäuerungsmineralen und dann Boswellia, Plexikon, vielleicht Magnesium, was Diana vorgestellt hat. MSM, das erstmal durchlaufen in einem Monat und dann auf diesem fruchtbaren Boden Hyaluron Kollagen, Leute, in einem Jahr werdet ihr euch nicht erkennen können. Das kann ich euch versprechen. Und wenn jemand das nicht bekommt, dann soll er bitte bei mir anrufen und mir berichten. So, das ist mein Beitrag zu heutigem Live. Ja, da hast du ja auch schon berichten, hast du ja auch schon gleich angesprochen und dann würde ich auch sagen, dass wir das Ganze jetzt auch langsam beenden. Wir sind schon etwas über die Zeit gekommen. Hinterlasst uns doch bitte hier in diesem Kanal ein paar Kommentare von euch und ja, ich hatte mir ja auch überlegt, ob ich nicht zu Gelenkerkrankungen auch einen Kurs starte. Ich habe mir jetzt noch nicht überlegt, wann wir genau starten, ob das dann doch der 28. Oktober sein wird oder ob wir dann doch im November anfangen. Aber das würde ich doch hier schon mal ankündigen, dass wir, ja, weil es gerade auch die Witterung bei dem einen oder anderen ist, es ja gerade in der Übergangszeit, da fangen die Gelenkprobleme an. Und wenn sich einer bereit erklärt, also klar, bereit erklärt, ich be erkläre mich bereit, dass ich diesen Kurs mache, aber wenn der ein oder andere Interesse daran hat, am Kurs teilzunehmen, dann schreibt mich gerne an. Ich werde noch die Teilnahmebedingungen, die werde ich noch einmal verkünden, welche Produkte ihr alle benötigt und ja, was wir eigentlich dafür für den Kurs brauchen. Ne? Also wie gesagt, hinterlasst uns euer Feedback. Einfach hier mal in eine Gruppe und dann würde ich sagen, dass wir dieses Webinar jetzt erstmal beenden. Schönen Dank an alle, die daran teilgenommen haben, an die Beiträge. Dankeschön. Dankeschön. Ich habe wieder so viel gelernt und ich habe auch diese Produkte noch nicht probiert, so Flexicore, Boswellia. Jana, also wenn ich mit Sport jetzt anfange und ich habe jetzt einen neuen Kurs angefangen, sollte ich das doch lieber zu Hause vorrätig da haben, für den Fall der Fälle, oder? Achso, das war die Frage. Ich habe jetzt die Frage an alle nicht so gut verstanden. Ich hab von dir gelernt. Also wenn man solche Produkte testen möchte, sollte man sie zu Hause haben. Für den Fall, wenn man dann Zerrung hat, dass man sie schon direkt